Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zu The Invisible Hours. Das ist ein Spiel, das ich über Origin Access ja, kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen habe. ich weiß nicht, worum es geht, überhaupt nicht. Aber ja, die Bilder sahen sehr vielversprechend aus. Also habe ich mir gedacht, komm, lad's dir doch mal eben runter und schau mal, was es da gibt. So, wir sind jetzt vor einem Ticketstand. Verzeiht, dass ich ab und zu husten werde, aber ich bin total erkältet. Ja, ziehe den Hebel. Neues Spiel. Gut, dann wollen wir das mal. Nimm dein Ticket, stecke dein Ticket in den Schlitz. Zum Gehen den linken Stick benutzen, den linken Stick benutzen. Klar, man sollte auch lesen können. So, super. Ich hatte so viele Spiele, die ich eigentlich let's playen wollte heute. Also, wo ich mir dachte, ach, das könntest du machen oder das könntest du machen oder das könntest du machen. Aber die sind alle nur mit Maus und Tastatur steuerbar und dann müsste ich das hier erst alles umbauen und da hatte ich jetzt überhaupt keine Lust. Des Teleports. Oh, okay. Da hatte ich jetzt einfach keine Lust zu. Ich wollte jetzt irgendwas mit dem Controller spielen. Ja. Okay, ich hab's verstanden. Oh, hier ist alles zu. Da auch nichts. Pfeile nach da. Optionen und Start. Schön. Optionen würde ich ganz gerne mal gucken. Oh, den Untertitel, den müssen wir jetzt einstellen. Es tut mir leid. Musiklautstärke mache ich mal auf hier und die Effektlautstärke mache ich mal auf da. Ich denke, das wäre so in Ordnung. Machen wir mal so die Sprache hier. Den Rest würde ich jetzt erstmal so lassen. Ja. Gut. Audiosprache Deutsch, Texte Deutsch, ja, alles fein, alles schön, alles toll. Und wir starten. Aber vergiss nicht, Wahrheit ist eine Frage der Perspektive. Ja, ich hätte euch am liebsten den ganzen Text gerade vorgelesen, aber ich habe schon selber beim Lesen gemerkt, dass ich nicht schnell genug sein werde. Dies ist kein Spiel, dies ist kein Film, sondern ein Theaterstück. Kapitel 1. Wir können die Zeit anhalten zum Vorspulen. Oh mein Gott. Zum Zurückspulen. Ah ja. Okay. Captain? Wann kommen Sie zurück? Captain! Der ist schon weg. Oh. Oh, das ist blöd. Wer bin ich denn überhaupt? Bin ich irgendwie so... Ich bin keine Person, oder? Der Geist. Oh mein Gott. Was? Das bin ich. Okay, wir können die Zeit vorspulen. Nein, das Vorspulen war so. So, er geht die Treppe hoch.
Wird immer noch durchnässt. Ja. Aha, Gottchen. Ich habe Angst, dass wenn ich die Zeit vorspule, dass ich irgendwas verpasse. Ich bin definitiv wirklich nicht menschlich. Oh je. Ja, jetzt komm, Junge. Wo sind wir denn über? Erstmal NT. Okay, er geht zu dem Pavillon, weil da. Hallo? Hey, habe ich mich jetzt erschrocken, ey. Oh, weil da jemand sitzt. Eine junge Frau. Alles in Ordnung? Das geht schon. Verzeihung, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Würden Sie mir Ihren Namen sagen? Flora White. Flora. Darf ich Sie ins Trockene begleiten, Flora? Sie holen sich hier den Tod. Und wenn schon? Ich bin sicher, Mr. Tesla hat frische Handtücher und ein warmes Feuer. Kennen Sie ihn? Kenne ich wen? Tesla, kennen Sie Mr. Tesla? Hab von ihm gehört, ja. Sie kennen ihn. Was machen Sie sonst hier draußen? Ist er Ihr Freund? Mein Freund? Nein. Nein, ich kenne ihn nicht. Dann wird das nichts bringen. Er lässt mich nicht rein. Ich bin sicher, Mr. Tesla ist ein anständiger Mensch. Ganz sicher wird er Sie reinlassen. Dafür sorge ich. Bitte. Ach, wir können ihr Medaillon ansehen. Irgendwie doch nicht. Sie hat da jemanden drinne? So, wir begleiten jetzt die junge Frau nach drin. Ich finde die Lautstärke doch ziemlich laut, muss ich ganz ehrlich sagen. Weshalb glauben Sie, dass Mr. Tesla Sie abweisen wird? Er hat es gesagt. Er hat mich schon abgewiesen. Hat er? Warum? Miss, ich glaube, das gehört Ihnen. Oh Gott, danke. Danke, der Verlust wäre unerträglich. Es ist sehr hübsch. Also, Sie sagten, Mr. Tesla hat Sie abgewiesen. Weshalb sollte er? Wie heißen Sie, Sir? Mein Name ist Gustav. Sie sind sehr nett, Mr. Gustav. Aber das ist etwas Persönliches. Okay. Ich wollte mal gucken, ob man unseren Regenschirm hier wiederfinden kann. Das war ziemlich unsicher hier, ne? Dass die ganze Klippe nicht gesichert ist, finde ich nicht in Ordnung. Musik könnte ein bisschen lauter sein, finde ich. Die Soundeffekte ruhig auch, aber die Stimmen sind so wahnsinnig laut. Die Tür. Ich muss das mal kurz einmal ein bisschen hier verändern. Es tut mir leid. So, müsste das jetzt besser sein. Wählen Sie einen Platz aus, um sich zu dieser Position zu begeben. Ah, okay. Nö, möchte ich ja erstmal nicht. Möchte ja erstmal fortsetzen. So. Sie ist offen. Wesentlich angenehmer. Mr. Tesla? Oh je.
Geht es ihm gut? Was ist das? Nein! Nein! Zurück, Miss. Hat er gerade das probiert? Was geht hier vor? Detective Gustav, nehme ich an. Bitte verzeihen Sie, ich hatte Sie nicht läuten hören. Sie müssen müde sein nach der langen Anreise aus Schweden. Wenn Sie mir jetzt bitte folgen wollen, ich zeige Ihnen Ihr Zimmer. Halt! Wer sind Sie? Ich bin Oliver Swan, Sir. Mr. Nikola Teslas Diener. Der Butler. Ja, Sir. Was ist passiert? Was? Wie meinen Sie das? Sind Sie blind? Ja, yes. Ist er. Sieht man doch. Von Geburt an. Abgesehen von uns dreien. Sind wie viele Leute in dem Haus? Vier, Sir. Rufen Sie alle nach unten. Mit dem Gong. Sir? Sie sind Detective? Schlagen Sie den Gong sofort! Nein, bin ich nicht. Aber er nannte Sie Detective. Mr. Swan? Sir? Wie viele Ausgänge hat das Haus? Nur die Eingangstür, Sir. Aber alle Fenster lassen sich von innen öffnen. Ich glaube nicht, dass der damit, der ist hiermit erschlagen worden. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist, wenn ich ehrlich bin. Ich habe wirklich keine Ahnung. Das ist die Mordwaffe. Da ich doch. Weshalb wird um diese Uhrzeit zum Essen geläutet? Großer Gott. Ah. Ist er tot? Mr. Swan, bleiben Sie dort. Wer sind Sie? Edison. Thomas Edison. Ah! Edison. Der Erfinder. Ich wurde eingeladen. Wer sind Sie? Moment mal. Sorry, dass ich gerade stoppe. Edison und Tesla? Wo sind wir gerade? Ich meine, die zwei sind, ich sag mal, historische, wie heißt das? Historisch, sag ich jetzt einfach mal. Ich kenne das Wort gerade nicht. Ich bin gerade ein bisschen, das ist aber Fiktion, sowas ist ja nicht wirklich passiert, ne? Also, worum dreht sich das? Ich bin auch gerade immer noch ein bisschen verwirrt, was eigentlich meine Rolle ist in dem Spiel. Ich beobachte gerade nur, ich bin wohl ein Geist, der beobachtet und ich kann Sachen aufheben und anschauen, aber nichts mit denen machen. Und ich kann die Zeit zurück- oder vorspulen, aber ich kann auch keine Figur irgendwo hinlenken. Ich bin verwirrt, wirklich verwirrt. Na gut. Machen wir erstmal weiter. Wer sind Sie? Ich bin Gustav Gustav. Gustav Gustav? Ganz recht. Der Kommissar mit doppeltem Namen und Geschick. Oh, französischer Akzent ist immer so ekelhaft, wenn er so gespielt ist. Ich habe in der Zeitung über Sie gelesen. Ihr Schicksal war sehr shakespearesk. Wer sind Sie? Was sind Sie für ein Detective, der die berühmteste Bühnenschauspielerin der Welt nicht erkennt? Das ist Sarah Bernhardt, die göttliche Sarah. Und Sie? Wie heißen Sie? Ich bin Augustus Vandenberg, Marcus Vandenbergs Sohn. Marcus Vandenberg, der berühmte Eisenbahnmagnat. Ich muss hier weg! Ich muss hier schnellstens raus! Niemand verlässt den Raum! Nein, ich muss hier weg! Was werden die Leute sagen? Sie werden sagen, dass Tesla einen Unfall hat. Oh, das war kein Unfall. Oh Gott, das er starb durch einen Schlag. Das Blut hat gerade erst begonnen, am Rand zu gerinnen. Die Tat geschah vor weniger als 10 Minuten. Was?
Was bitte soll das heißen? Dass ich unter Mordverdacht stehe. Nicht nur Sie. Wir können ihn nicht so liegen lassen. Ich muss den Todeszeitpunkt notieren. Meine Uhr zeigt noch die schwedische Zeit an. Mr. Edison, Sie sind Amerikaner. Wie spät ist es? Warum sieht er so alt aus? Die Uhrzeit bitte! 6 Uhr. Punkt 6 Uhr. Woher wusste der, dass da eine Uhr drunter ist? Da draußen ist jemand! Keine Bewegung! Umdrehen! Ich bin unbewaffnet. Das hoffe ich. Für Sie. Sicher, dass er es war? Sie kommen zurück. Warum hat er ihn nicht einfach erschossen? Vielleicht, weil er ihn erst befragen will. Oder weil sie Freunde sind. Ach, da oben steht sie. Deswegen ist das so leise bei ihr. Ist das der Gärtner? Halt! Mr. Swan, wo ist das Speisezimmer? Hier lang, Sir. Und da ist auch ein Telefon, Sir. Weitergehen? Falls ihr euch wundert, manche Blinde, schnalzen so? Na, das ging ja schnell. Bonsoir, Monsieur. Ich frage mich, ob Tesla hier einen Galgen herumstehen hat. Um sich zu orientieren. Niemand verlässt dieses Haus. Ich möchte mit Ihnen allen sprechen. Um sich zu orientieren. So, deswegen schnalzen Sie mit der Zunge. Ich glaube, wegen anhand des Echos oder so. Du sollst dich bewegen, Edison. Okay, irgendjemand hat Tesla umgebracht. Das ist, ach, ich sollte da hinten bleiben. Das ist weit genug. Er macht die Tür zu? Okay, aber wo geht sie hin? Wo ist der andere? Ich habe Angst, irgendwas zu verpassen. Aber kann ich ruhig, ne? Sie wissen natürlich, wer ich bin. Wenn Ihr Name im Licht erstrahlt, ist das mein Licht. Sie wollen mich verführen. Ich weiß nicht, wie Sie zu diesem Schluss kommen, aber seien Sie versichert, dann sind dass Sie also der einzige Mann, der das nicht will. Sie sind sehr hübsch. Sie sind leicht zu durchschauen. Ich bevorzuge gefährliche Männer. Hm. Oh. Ich auch. Ich bin. Tatsächlich? Was ist das Schlimmste, das Sie je getan haben? Sie wären dem nicht gewachsen. Sie sind stark geschminkt. Die ganze Welt ist eine Bühne. Und alle Frauen und Männer bloß Schauspieler. Ich versuche nur gut auszusehen. Für die Rolle, die ich im Leben spiele. Mon chéri. Ich werde Sie zu Ihrem Zimmer begleiten. Vielleicht später. Es könnte doch gefährlich sein. Mit dem gefährlichsten Mann im Haus auf meiner Seite bin ich nicht in Gefahr. Ich gehe jetzt erstmal jedem hinterher, weil wir können ja zurückspulen. Ich will erstmal sehen, was sie macht hier. Wo ist eigentlich der andere Typ hin? Das interessiert mich. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. So, wir sind jetzt mit ihr im Zimmer. Oh, ich kann auch durch Wände gehen, alles klar, geil. Mhm. Die gute Frau raucht auf jeden Fall. Und sie öffnet, was öffnet sie denn da? Aha. Was macht sie da?
Gott! Ja. Hey, bitte. Oh, was haben wir da? Oh, warum? Oh mein Gott! Die hat keine Nase mehr! Der Spion? Gott. Okay. Zum Lesen A noch einmal drücken. Ein Schauspieler lügt nie. Von Thomas Abramov. Ein großer Schauspieler hat nur eine Aufgabe. Eine Lüge so zu erzählen, dass sie nicht von der Wahrheit zu unterscheiden ist. Aber Vorsicht! Das Publikum riecht jede Lüge sofort, wie ein Ei das Blut. Die Schauspieltechniken in diesem Buch vermitteln, wie man eine Lüge zur Wahrheit werden lässt. Sie werden lernen, als ihre Figur zu leben. Tag und Nacht. Bis sie selbst nur noch Erinnerung sind. Nur die Figur wird überleben. Okay. Oh, wir haben was gefunden. Schwedischer Kommissar wirft nach Blamage hin. Detective Gustav Gustav hat die schwedischen Polizeikräfte verlassen und ist in den vorzeitigen Ruhestand getreten. Einst als Vorbild für den Kriminalroman Der Kommissar mit doppeltem Namen und Geschick bekannt, machte Gustav sich in letzter Zeit eher einen Namen damit, den Hauptverdächtigen in einem seiner Mordfälle unklugerweise freigelassen zu haben. Nach seiner Scheidung und einigen finanziellen Schwierigkeiten ist nicht davon auszugehen, dass Gustav in den Polizeidienst zurückkehrt. Okay, ich hab... definitiv was erfahren. Ich weiß nicht, warum wir alles angucken können hier. Wahrscheinlich, falls mal was hier irgendwie... So. Die Gute ist auf jeden Fall noch beschäftigt, sich die Nase anzukleben. Ich spule mal gerade ein bisschen zurück. So, hier ist der Edison, ne? Nee, was? Okay, ich will jetzt erstmal den Edison beobachten. Ich spule mal gerade ein bisschen zurück. Ist natürlich viel Zeit vergangen. So, Edison hat eine Tja, Nicola. Abgesehen von deinem eigenen Mörder, ist die Auswahl deiner Gäste einwandfrei. So, er hat eine Abfuhr gekriegt und haut hier lang ab. Mein Gott, hier sind zu viele Sachen, die man nehmen könnte. Ich fühle mich gerade wie bei dem Spiel Cluedo. Oh, Moment. Kommt, meine Freunde. Es ist nicht zu spät, eine neuere Welt zu suchen. Stoßt ab und wohlgeordnet sitzend, schlagt die schallenden Ruder. Denn mein Entschluss besteht, hinter das Abendrot zu segeln und hinter das Bad aller westlichen Sterne, bis ich sterbe. Das Komische ist ja, wenn die vorlesen, ist das irre laut, ne? Und so geht es jetzt eigentlich, muss ich sagen. Ich will aber auch die Stimmen nicht allzu leise machen, weil ich gemerkt habe, desto näher ich natürlich an einer Person dran stehe, desto lauter wird es. Und desto weiter weg ich natürlich an einer stehe, desto leiser wird es. Und dann kriegt man natürlich nicht alles mit. So. Ich lasse mich hier erstmal gucken. Ich kann ja die Zeit anhalten. Mein Gott, ich bin ja gerade ein bisschen dumm. Oh. Mein Geist platzt aus allen Nähten. Ich kann die Entwürfe kaum niederschreiben, bevor mir 100 weitere in den Sinn kommen. Ich habe meinen Schlaf auf 3 Stunden pro Nacht reduziert. Und dennoch spüre ich, dass ich ein weiteres Menschenleben brauchen würde, um alles zu verwirklichen, was ich in mir trage.
Was ich auch tue, die Zeit reicht nie. Ja, kann man das Bücherregier... Oh mein Gott, scheiße. Eine Beschwörungsformel zur Astralreise. Animum corrumpere quia seductilis velit. Levare cerebrum ab incunabulis. Volare sosum in crastinum. Okay. Zur Beschwörung. Wo gehen wir denn jetzt hier? In welche Richtung kommt das denn jetzt hier gerade? Beschwörung. So, er will da nicht hoch. Also er geht da nicht hoch, meine ich. Ach mein Gottchen. Oh, was ist das denn? Boah, gebaut, damit er mit sich selber Schach spielt. Wie geil ist das denn bitte? Monsieur Tesla, ich fürchte, Ihr bizarres Angebot, meinen Fehler ungeschehen zu machen, fällt auf taube Ohren. Denn Sie müssen wissen, dass ich mein Veralten keineswegs als Fehler betrachte. Dieser verachtungswürdige alte Mann hat Dutzende Frauen wie mich misshandelt. Ich konnte nicht tatenlos zusehen. Ich weiß nicht, wie Sie es herausgefunden haben, aber dieses Geheimnis wird ein Geheimnis bleiben. Sonst könnte es böse für Sie enden. Voilier Sagré, Sarah Bernhard. Oh je. Da haben wir schon das erste Motiv. Nikola Tesla. Ich kann ihn nicht öffnen. Ich kann nichts tun. Ich lasse jetzt erstmal weiterlaufen. Ich will nämlich wissen, wo er hingeht. Schaut er sich nur die Bücher an? Was sucht er? Aha. Eine Beschwörungsformel zu einer Astralreise. Hast du wirklich daran geglaubt? Der große Nikola Tesla ging in eine Falle für Dummköpfe. Bücher zeigen den Verstand ihres Besitzers. Und da kommen Sie, ein Wissenschaftler, ohne ein einziges Buch zum Thema? Nichts als spiritueller Unsinn. Animum corrumpere quia seductilis velit. Verführe den Geist, denn er will verführt werden. Levare cerebrum ab incunabulis. Hebe den Geist aus seiner Wiege. Volare sosum in crastinum. Fliege hoch, hoch ins Morgen. Bist du da drin, Tesla? Ich fordere sie heraus. Was? Wie geil. Okay. Ich hatte Angst, hierher zu kommen. Oh. Ich hatte eigentlich erwartet, einen Erfinder zu treffen, der größer ist als ich. Doch jetzt sehe ich, wer du wirklich bist. Ach. Shit. Brauche ich ja gar nicht. Ja gut, meine Lieben. Ich kann ja ganz einfach, ich kann ja Spielpause machen. Okay, ich muss Schluss machen. Ja, ich kann nicht sagen, wie lange dieses Spiel wirklich gehen wird, denn wie ich sehe, gibt es hier einiges zu tun, einiges zu beobachten. Wir haben gerade bei ihr was gesehen. Sie hat für mich schon ein Motiv. Er hat kein Motiv, finde ich nicht. Er ist zwar neidisch, aber es reicht nicht. Auf jeden Fall, ja. Ich muss erstmal gucken, dass ich hier jeden irgendwie beobachten gehe und zurückspule und vorspule und so weiter und so fort. Gut, ich sag jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.